Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und heute, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, es gibt mal wieder ein SBB auf meinem Kanal. Und ich muss sagen, um diesmal eine etwas speziellere Karte. Und zwar um den Silber-Sommerhitze Paulinho. Auf jeden Fall nice. Ich glaube, von den Werten her habe ich gesehen, ist er besser als der Team of the Group Stage Messi. Und der hat, glaube ich, eine 95. Und wie immer natürlich, wenn es ein SBB ist, brauchen wir auch einen Gegner. Und mit dabei ist Bene. Moin. Gut, Kick, danke für die Einladung. Dolly hat mega Bock, die Karte zu testen. Ich weiß echt nicht, was EA genommen hat, um denen eine 74er Gesamtbewertung zu geben. Der hat 96 Pace, 95 Dribbler. Ich habe mega Bock auf die Karte. Sieht geisteskrank aus. Jo, auf jeden Fall. Bei der Karte kriege ich so ein bisschen Flashbacks von damals. Ich weiß nicht, ob ihr da schon FIFA gespielt habt. So FIFA 13, FIFA 12 ungefähr, dass man mit Brasilva-Teams einfach nur geskillt hat und es um eigentlich nichts ging. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit und bei Bene haben wir natürlich auch noch ein Video aufgenommen und zwar so ein bisschen retromäßig gut angeschnitten auf jeden Fall von mir. Haben wir ein Game FIFA 17 gegeneinander gezockt. Natürlich wie immer der erste Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch auf jeden Fall, das Video war nice. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Formation rein. So, Bene spielt in der 4-4-2, ich spiele in der 4-3 der zweiten Variante, also mit einem Sechser. Würde ich sagen, kannst du dir mal deine Spieler reinstellen, ich halt rein. Yo, ich gehe direkt mal in eine exotische Liga. Du könntest drauf kommen, weil in der chinesischen Liga spielen einfach richtig, richtig gute Brasilianer im Sturm und im ZM. Und ich gehe im Sturm nicht mit Alex Teixeira, sondern mit dem guten Jonathan. Noch nie gespielt die Karte. 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß. Sieht nice aus. Und im ZM spiele ich mit Oscar, Team of the Season. Ja, da war ich mal komplett falsch. Ich bin mit Tolisso und Lewandowski gegangen. Sehr schön. Hat also beide sehr behalten. Schön. Und bei mir geht es jetzt um den Stürmer und den linken Flügel. Hältst du schon rein? Natürlich. Okay, im Sturm habe ich den guten alten Thierry Henry Prime. Und dann kann man sich schon denken, der Teamkollege von Paulinho, Diaby auf links. Die Sommerhitze-Karte. Genau, ja. Uff, ja, die sieht krank aus. Ja, ich habe Mateusz Cunha von Hertha BSC Berlin und Martinelli, den guten alten Handyvirus, aufgeschrieben. Der hat ihn. Wer kennt ihn nicht? So, weiter geht's bei mir auf der linken Seite und Tulli hat's gerade eben schon gesagt, ich kann da wieder gefühlt alles machen, was ich will und deswegen gehe ich in eine neue Liga und zwar in die Premier League mit Pierre-Emerick Aubameyang, Team of the Season, auf links nicht Martinelli, sondern Sadio Mané, Team of the Season und im ZM eine Karte, die ist eigentlich ZDM, ist Brasilianer, könntest du als einzigen haben und zwar ist es der gute David Luiz Shapeshifter. Habe ich bei Premier League tatsächlich schon ein bisschen gefreut. Ich bin mit Gerrard, Vardy und Rashford gegangen. Boah, krass. Ich war kurz davor, Vardy zu nehmen am Anfang tatsächlich. Aber ich dachte mir so, Auba, den habe ich bis jetzt erst ein Game gezockt. Damals im SBB zwischen uns zwei. Und ja, ich hatte wieder mal Bock auf den, deswegen. Ja, richtige Entscheidung. Nice. Bei mir weiter mit zwei ZMs und einem Sechser. Und da steht auf dem rechten Achter der gute alte Neymar, den ich in Rot habe. Moin. Linker ZM, Verratti und auf der 6, wer kennt ihn nicht, Paredes in Form. Ich habe drei Brasilianer aufgeschrieben, weil Paulinho brauchte ja noch einen orangenen Link. Genau. Deswegen war das mein einziger Ansatz. Ich habe aufgeschrieben, David Luiz Shapeshifter, den ich auch spiele, Marcelo Shapeshifter. Und noch den guten Neymar in Form, Dylan. Oh, der darf Mann. Direkt mal raus. Und der Bronzekeeper rein. Let's go. Wenigstens kann ich den jetzt behalten. Anders. Ja, ist so. Musst du positiv sehen, das stimmt. So, da kommen wir jetzt eben zu den Außenverteidigern. Wen hat bei mir ja schon Neymar weggesniped. Ich hoffe, ich kann bei ihm jetzt auch mal einen Torwart reinstellen, damit meine pacing Winger da richtig Gas geben können. Ich halte rein. Linksverteidiger. Der gute Sadio braucht ja noch einen Link, deswegen spielt da Patrick, ich dachte gerade irgendwie der Skillfi, Van Arnold, Winter Refresh und als Rechtsverteidiger, wo haben wir ihn? Jonathan Schmid in Form. Was? Ich bin mit Robertson und Zambrotta gegangen, kannst du beide wagen. Perfekt, Digga. Kommen wir jetzt bei mir eben zu den Ausführungen. Der Rechtsverteidiger ist schon der kritischere, würde ich sagen. Und zwar gehe ich damit Raphael Flashback und links mit Juri Berchiche, glaube ich, heißt er. Oh mein Gott, den hatte ich zuerst aufgeschrieben, Mann. Ich dachte mir so, du gehst safe in eine neue Liga und du hast noch nicht La Liga und du hast auch nicht Serie A. In Serie A gibt es keinen richtigen guten.
Deswegen habe ich mich dann für Alexandro einfach mal aus der Serie A entschieden und Rechtsverteidiger für Hartippler, wie er heißt. Let's go. Oh Mann, Alter. Nice. Ich gehe natürlich wieder die Serie A, nicht La Liga dann. Wichtig, wichtig, typisch. Wichtig. So, wir machen das Team komplett. Bis jetzt bin ich ja noch mit vollem Team und einige von euch werden es sich schon denken. Ich habe ja auch noch den alten Slot, werde ich den in der Innenverteidigung verwenden. Wir finden es raus. Linke Innenverteidiger passend zu Gylfi van Aanholt, der gute Divrij, Team of the Season, RIV, Saint-Just, Scream und im Tor der gute alte Eigenslot Edwin van der Sar. Kantele kommt und Upamecano, schade. Schmack und Taste stillen, volles Team hatte ich glaube ich schon länger nicht mehr. Ja, mach du mal. Okay. Ich habe was komplett Behindertes aufgeschrieben. Und zwar, ich hoffe, ich habe dich in Diego Carlos reingebaitet, in der LIV. Und zwar gehe ich mit Piqué. RIV, Marcano, Tots und Enzor Casillas. Hallo? Ich glaube, ich hatte den größten Denkfehler meines Lebens. Ist dein Raphael auf Fulk? Ja, der denkt doch zu Neymar. Ich bin der Dümmste. Ich habe alles gut. Ich bin der allerdümmste Mensch auf diesem Planeten. Ich dachte, du hast Neymar am LZM. Und ich habe deswegen, weil ich dachte, dass dein Raphael noch einen Link braucht, halte ich fest, Marc Bartra in Form, Sydney in Form und im Tor Oblak aufgeschrieben. Das wäre so fresh gelinkt gewesen. Sydney und Marc Bartra. Ich habe es mir komplett verdient, dass du deine volle Verteidigung hast. Ja, dann dürfte das, glaube ich, ein spannendes Match werden. Ja, oder wir sagen, gleich den Bähnen gleich ein und dann geht's rein in die Partie. Was, ohne Bronzekeeper ist schon mal nice zocken jetzt, glaube ich. Lino fühlt sich direkt mal beweglich an. Keine Ahnung, meine Bronzespieler fühlen sich immer besser an als der da eigentlich stehen würde. Oh mein Gott. Er muss. Als ob das kein Abseits war. Nee, kurz geholt. Easy peasy. Muss sagen, nach FIFA 17 ist das schon wild, auf jeden Fall, das wieder zu zocken. Macht Spaß. Oh Mann, Alter. FIFA 17 wäre echt geil, ist eine andere Welt. So, Lauf, Paulinho, testen wir den mal. Perfekt, Juri, gut mitgelaufen. Aber. Nice. Und 3-0. Junge, die Flanke war perfekt von Paulinho. Anders gut besetzt. War wie ein Länderspiel, ja. Mach ihn, Junge. Bitte nicht. Ey. Gott. Oh mein Gott. Perfekt. Boah. Ach, ja. Mann, ey. Da war viel Statistik. King. Ey, Mann, einer muss mal reingehen. Boah, wie ihn wegblockt, Verratti. Ja, let's go, für die Statistik. Oh mein Gott. Ein Eigentor, wann habe ich das letzte Mal ein Eigentor kassiert in FIFA, weil der Keeper von dir da stand? Was ein Ehemann, ich finde, der Keeper ist echt mit Abstand der MVP. Ja, Halbzeit läuft gut bisher auf jeden Fall. Ein Tor habe ich nicht mal selber geschossen. Alles egal, gut. Weiter geht's auf jeden Fall. Let's go, Thierry Henry, was ein King, gute Hacke zu Hacke, let's go, Mann. Nur ein Tor hinten, oh mein Gott. Ich sag's doch, es ist immer so bei unseren SVBs, immer. Thierry Henry, wild. Egal, den müssen wir jetzt mitnehmen, Carlos Miguel. Oh. Nein, mach ihn, oh mein Gott. Mach ihn. Mann. Ey, was ist das denn? Das Game ist so schlimm, wirklich, ich will wieder 17 zurück. Wo steht der? Jetzt was? Jonathan. Ey, was? Ja klar macht er den. Jonathan ist chinesische Liga. Das sind den anderen Kings immer. Wie läuft der? Ja, also die oh mein Tore, Gott. Die ich in diesem Spiel kassiert. Alter. Vor allem, ich habe schon jetzt nach unten gezielt. Aber ich habe gesehen, dass es noch gemoved ist. Soll ich nach oben noch schnell. Ach, das ist so krass, ehrlich. Let's go, Henri, Junge. Der fightet hier für weniger Discus.
Oh mein Gott, Alter. Ich muss da noch eins schießen, so wie das Game läuft, aber keine Ahnung. Es ist zu krass, ihr. Es ist zu krass. Nein. Nein! Ja! Ach, zum Glück noch die Verteidiger angewählt, Mann. Oh mein Gott. Ich wusste, du finest. Nein, du bleibst wieder im Ballbesitz. Bitte. Was sehe ich hier, Alter? Weg. Was war das für ein Pass beim Freistoß, Alter? Er liegt einfach nach hin. GG, Dolly. GG. Oh mein Gott, Alter. Er liegt einfach nach hinten. Ich habe umgestellt. Also snipen bin ich aktuell wirklich der Allerschlechteste. Ich habe letztens zwei SUBs gegen Max Malle aufgenommen und habe immer die ganzen Bronzespieler nur die Schlechtesten getroffen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Ich hoffe, meine Glückssträhne kommen zurück. Du spielst 4-3-3 die zweite, oder? Genau, ja. Ein Pick. Dann nehmen wir mal was Zentrales. Ne, nehmen wir nichts Zentrales. Wir nehmen den linken ZM. Wow. Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht mehr. Bronze-Kick. Ja. Das ist zu krass. Den kann ich auch gerne discarden. Ich denke, das juckt keinen, wenn ich den in Bronze abwähle. So oh Mann, Alter. Zum dritten Mal in Folge ein der Bronze-Klatsch. Nice. Mann. So, dann geben wir jetzt nochmal ein kurzes Review zu Paulinho. Ich denke, du kannst mehr dazu sagen. Bei dir ist er eher aufgeblüht als bei mir. Ich muss sagen, einmal hat er sich ganz gut durchgesetzt. Dann kam ein Lucky Abfall zu Henri, der den dann reingemacht hat. Sonst Pace merkt man auf jeden Fall, dass er ganz schnell ist. Was hältst du so von ihm? Ja, so viele Aktionen hatte ich jetzt mit dem auch nicht. Ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn du 4-4-2 spielst, finde ich, weil da gehen halt die Flügel ein bisschen unter. Aber bei 4-3-3 ist es eigentlich auch so. Dieses Jahr macht man eigentlich alles immer übers Zentrum am Ende. Aber ja, hat mir gut gefallen an sich. Fühlt sich mega schnell an, vor allem auf den ersten Metern. Der hat einen mega kranken Antritt, fühlt sich auch ziemlich beweglich an und hat bei mir eine Flanke gebracht und die kam zum Mann und hat zum Tor geführt. Deswegen hat sich ingame so 9 von 10, 10 von 10 schon angefühlt. Ist auf jeden Fall für einen 74er und für die Anforderungen, die du brauchst, eine Kaufempfehlung. Ja, auf jeden Fall. Für 102 oder so, wenn man ein Bundesliga-Team hat, kann man den, denke ich mal, safe zocken. So, dann war es jetzt eben mit dem SBB um Paulinho. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bei Bene haben wir auch ein Video aufgenommen, wie ich schon gesagt habe, und zwar ein Spiel FIFA 17. Also auf jeden Fall abchecken, hat richtig gebockt und die letzten Worte hat wie immer der Gast. Ja, danke Dolly, war wieder mal ein nices SWB, wie jedes unserer Games, gefühlt wieder mega umkämpft, extrem viele Tore, immer wieder ein Comeback dabei. Hat Bock gemacht, Jungs, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.